Herzlich willkommen zurück zu einer neuen Folge von Fallout 76. Ja, wir müssen uns hier noch irgendwie in den Dings reinkommen. Hydrauliksteuerung. Müssen wir jetzt gucken, wo das Atrium hingeht oder was? Oder können wir einfach hier dran gehen? Steuerung schlagen ist best drauf. Sehr gut. Gehen wir doch mal auf Intelligenz. Gute Arbeit. Du könntest eine Zukunft als Gelehrter haben. Gehen wir zurück. Die Tür sollte jetzt offen sein. Gut. Lässt den Blick über die Steuerung vor dir schweifen. Nur kurze Zeit später hast du herausgefunden, wie du die Leitung zur Tür des Aufsehers deaktivieren kannst. Nachdem du ein paar Schalter umgelegt hast, fällt die Druckzeiger auf 0. So, Schießpulver nehme ich mal mit. Dann mal wieder zurück. Sehr schön. Ich rüste vielleicht mal noch Granaten aus. Jetzt können wir noch einen Luca-Cola. Brennt vergiftet. Anscheinend waren dir weder die Vault-Sicherheitsanlagen noch die Blutadler gewachsen. Beeindruckend. Ihr könnt die Waffen runternehmen. Es wäre offensichtlich zwecklos, mich zu wehren. Ich ergebe mich. Ist das die Forschung, von der du mir erzählt hast? Ist das Studieren von Krankheiten? Auch wenn du etwas anderes denken magst. Ich habe in Fort Atlas nicht gelogen. Ich sagte, es wäre für einen Laien schwer zu verstehen. Ich habe gesehen, was der VEW anrichtet, FEV anrichtet. Wie konntest du nur denken, dass er jemandem hilft? Der FEW war nie dazu gedacht, Abscheuliches und Groteskes hervorzubringen. Es sollte der nächste Schritt in der Evolution sein. Unser Aufstieg zu etwas Größerem und Besserem. Die Idioten bei Westec waren besessener davon, seine Fehler zu beobachten, als sie zu beheben. Aber eigentlich sollte er etwas Gutem dienen. Und nun wird er diesen Zweck erfüllen. Meinetwegen. Das zu hören, lässt mich Shins Blickwinkel verstehen. Du behauptest, das wohl der Menschheit zu tun, aber hast noch mehr Supermutanten erzeugt. Ja, ich wünschte, das hätte vermieden werden können. Es war einfacher und sicherer für mich und andere, diese Fehlschläge freizulassen, bevor ihre Metamorphose abgeschlossen war. Ich musste meine Arbeit abschließen und wusste, dass sich die Bruderschaft um die Fehler kümmert. Deine Fehlschläge hätten in Fort Atlas alle umbringen können! Ach ja? Meine Fehlschläge waren scheinbar Schritte auf dem Weg zum Erfolg. Dieses Maß an Koordination deutet auf eine Zunahme der kognitiven Entwicklung verglichen mit der Norm hin. Trotzdem will ich der Bruderschaft nichts Böses. Entschuldigung. Wir müssen alles wissen, was du getan hast. Deine Bruderschaft wird mich bestimmt gern verhören, bis ich alles ausgespuckt habe. Ich werde mitteilsam sein. Obwohl ich erwarte, dass das Verhör in Grenzen stattfinden wird, denen die Bruderschaft aufgeschlossener gegenüber ist. Was den Inhalt dieses Vaults angeht, kann die Bruderschaft mitnehmen, was sie möchte. Meine Arbeit hier ist beendet. Das hört sich nicht gut an. Warum glaubst du, dass du Erfolg hattest? Ich habe nur schreckliche Dinge gesehen.
Meinst du, ich habe das ohne Nachdenken getan und in den Körpern von Unschuldigen nach einem halluzinogenen Geheimnis gesucht? Mit jeder Version, mit jedem Test identifizierte ich die Makel des Virus und ermittelte, wie man sie entfernt. Ich zweifle nicht an meiner Arbeit. Klingt, als hättest du deinen perfekten Virus noch nicht getestet. Es werden derzeit Schritte unternommen. Um eventuelle kleinere Fehlberechnungen wird man sich schon bald kümmern. Ich möchte noch etwas anderes besprechen. Daran zweifle ich nicht, wie du wünschst. Wir nehmen dich mit, Blackburn. Für das, was du dir getan hast, musst du büßen. Ja, das hatte ich mir schon gedacht. Nun denn, sieh mich als festgenommen an. Ich bin bereit, mich jedem Urteil zu stellen, das die Bruderschaft mir zumisst. Trotzdem ist meine Arbeit hier abgeschlossen. Du kannst sie nicht mehr aufhalten. Deine Arbeit kann nicht aufgehalten werden? Wie meinst du das? Dass ich mein Ziel erreicht habe. Der FEV ist perfektioniert und daran kannst du nichts mehr ändern. Meine Opfer, die furchtbaren Dinge, die ich getan habe, dafür habe ich bezahlt. Und nun erwartet die Menschheit die Erlösung. Was? Du kannst damit nichts machen. Wir haben dich geschnappt. Du bist erledigt. Hast du Grund zu der Annahme, dass ich nicht schon alles Notwendige unternommen habe? Okay, gar nicht gut. Was hast du mit dem FEV gemacht? Ich habe ihn fertiggestellt. Aus einer Fehlschöpfung etwas gemacht, das eine kranke Menschheit heilen wird. Aber damit meinst du, was habe ich mit dem Ergebnis gemacht? Er ist nicht mehr hier. Ich habe Partner. Sie vollenden gerade die Mechanismen seiner Verteilung. Du kommst zu spät. Paladin Ramani muss sofort davon erfahren. Es waren Menschen, Blackburn, wie Cassie. Du hast sie gefoltert und an ihnen Experimente durchgeführt wie ein Tier. Glaubst du, das erfüllt mich mit Stolz oder Freude? Glaub, was du willst, aber ich bin kein Unmensch. Hätte ich ohne sie mein Ziel erreichen können, hätte ich es getan. Ich bin weder ein Sadist, noch ein mordlustiger Irrer. Ich erwarte keine Vergebung, aber was ich getan habe, wird auch so genügend Konsequenzen haben, ohne dass man mir erfundene Sünden anhängen müsste. Unfassbar, dass ich ihn auf Fort Atlas zurücklehnen lasse. Mich gehen lassen? Hatte ich ein Verbrechen begangen, von dem du vielleicht gewusst hättest? So, nee, das haben wir. Oder warte. Ah ja. Das Verhör vor meinen Verhören geht weiter. Bitteschön. Konnten das hier noch an... Auch wenn du etwas anderes denken magst. Ich habe in Fort Atlas nicht gelogen. Ich sagte, es wäre für einen Laien. Wie kannst du diesen Irrsinn hier rechtfertigen? Was du Irrsinn nennst, ist nur die bedauerliche Notwendigkeit meiner Arbeit. Dass du mich verurteilst oder mich in irgendeine Hölle wünschst, ist ein Preis, den ich zu zahlen bereit bin. Ich habe die Zukunft der Menschheit sichergestellt. Überall auf der Welt. Dafür ist mir kein Preis zu hoch. Wäre es möglich gewesen, ohne Unschuldige leiden zu lassen, ich hätte es getan. Ich weiß, was du getan hast. Hoffentlich gibt es eine Hölle. Verachte mich nur. Ich hatte keine Freude an dem, was nötig war. So, Daran zwei. Ja. Ich glaube, das wird ja auch nur im Dialog folgen. Sonst bringt man halt um, dann ist es halt so. Du bist ein Monster, ich sollte dich auf der Stelle umbringen. Aber du wirst es nicht tun, oder? Die Bruderschaft führt ihre Missionen mit eiserner Faust durch. Aber du bist nicht hier, um mir einfach eine Kugel in den Kopf zu jagen. Und mein Tod kann meine Arbeit nicht aufhalten. Okay. Ja, das sieh mich als festgenommen. Trotzdem ist meine Arbeit... Ich glaube, wir sind ja fertig. Dann stehe ich zu deiner Verfügung. Du kannst gehen.
Ich fordere ein Team an, das die Anlage sichert und die Gefangenen rausholt. Dann bringe ich Blackburn zum Fore. Die anderen werden sicherlich jede Menge Fragen an ihn haben. Gute Arbeit. Ich bin froh, dass du hier warst. Cool. Halte von mir, was du willst. Das ändert nichts. Ich komme hier klar. Erstatte Ramani und Shin so schnell wie möglich Bericht. Ah, Blackburns Bungalow. Sehr gut. Der Katalysator. Wendigo-Zähne nehme ich mit. Wir haben hier noch eine Einweisung. Nichts mehr für dich. Der Paladin und der Ritter werden alle benötigten Informationen Gute aus mir Arbeit, herausholen, Anwälter. Wenn ich in eurem Fort bin. So, was haben wir denn hier? Offizielle Dokumente. Ich glaube, das sind die gleichen. Anweisung für Aufseher. Gut, das ist noch neu. Das Bergungsteam müsste unterwegs sein. So, dürfen die Bewohner von Vault 96... Dann, okay. Gut zu wissen. Du solltest zurück nach Fort Atlas, Anwärter. Ja, ich möchte hier erst noch ein bisschen gucken. So, unbekannte Beziehung möglich. Gute Arbeit, Anwärter. Ja, gehen wir das nochmal kurz durch. Memling Hans. Das Bergungsteam müsste unterwegs sein. So, persönliche Aufzeichnung. Eine haben wir. Du solltest zurück nach Fort Atlas, Anwärter. Wir haben noch verschlüsselte Aufzeichnung. Aha. In Ordnung. Doch er stellt halt fest, dass er überwacht wurde. Ich komme hier klar. Erstatte Ramani und Shin so schnell wie möglich Bericht. Okay. Ich komme hier klar. Erstatte Ramani und Shin so schnell wie möglich Bericht. Das war die Sache mit der Quote. Du solltest zurück nach Fort Atlas, Anwärter. Der Seraph ist bereit. Ah, das ist dann wohl der Virus. Das Bergungsteam müsste unterwegs sein. Ja, das war das Virus, wo sie dann von geredet haben. Gut, dann haben wir hier noch jede Menge Aufzeichnungen. Meins. Reiß dich zusammen. Du Arschloch. Nina ist tot. Eric, tot. Alles wegen deiner verdammten Quoten. Wenn du nicht so mitgefühlfähig bist, halt den Mund. Hallo. Ich bedauere, was Nina zugestoßen ist. Aber wir vergeuden unsere Zeit. Was? So, das müsste die Sensoren deaktivieren. Jetzt hör genau hin. Das sind nicht meine Quoten. Das waren sie nie. Sie werden vom Rechner vorgegeben. Hier, die Zahlen für nächste Woche. Gott, das kann nicht... Warum hast du uns das nicht gesagt? Es ist hochempfindlich. Wenn es irgendwas entdeckt, irgendeine Verschwörung, tötet es uns. Ich musste sicher sein. Der einzige Weg, nächste Woche zu überleben, ist, es auszuschalten. Sollen wir uns unseren Weg freikämpfen? Das müssen wir nicht.
Die letzten 2 Jahre habe ich an einem Virus gearbeitet. Seraph. Lade es in den Zentralrechner, dann kann es ihn übernehmen. Das System und die Experimente abschalten. Es kann uns rauslassen. Das EMS? Ich habe das System entworfen. Meine Studenten haben die Protokolle geschrieben. Ich kann es besiegen. So geht das nicht weiter. Ich bin dabei. Für Nina. Jeanette? Hans? Ich... Okay. Oh, was zum Teufel. Klar. Folgendes brauche ich von dir. Wir werden Samstag aktiv, direkt vor der Quotenprüfung. Sei bereit. Sensordiskrepanz in... Aufseherbüro. Wende Abbruchalgorithmus an. Abgeschlossen. Eine schöne Woche, Leute. Wegtreten. Okay, ja, wie gesagt, dann haben sie halt alle gegen das System hier gekämpft. Was bei dem anderen noch Gute dabei Arbeit, war? Anwärter. Forschungsprotokoll. Dr. Edgar Blackburn. Nummer 1. Unter anderen Umständen würde ich mir dumm vorkommen, dies aufzuzeichnen, bevor meine Arbeit überhaupt richtig begonnen hat. Ich mache dies seit meinem Studium so. Es ist ein Werkzeug, um Einsichten zu gewinnen und meine Fehlschläge festzuhalten. Da nichts von dem, was ich tun werde, normal ist, breche ich mit dieser Tradition und beginne nun mit den Aufzeichnungen. Die Nachwelt hat es verdient. Meine Arbeit wird mich höchstwahrscheinlich in den Augen vieler zu einem Verbrecher machen. Meine Arbeit ist widerlich und muss geheim erfolgen. Wer auch immer dies hören mag, ich gebe zu Protokoll, dass ich das, was ich tun werde, aus Liebe tue. Aus selbstloser Liebe, die keine Ruhe kennt. Keine verstorbene Gattin. Und kein verlorenes Kind treiben mich an. Ich liebe die Menschen. Obwohl mir niemand ein Übermaß an Gefühlen unterstellen würde. Wir sind eine von den Verheerungen des großen Krieges geplagte Spezies, die im Schutt einer nicht mehr existenten Welt dahinvegetiert. Die Fehler meiner Vergangenheit stehen jedem in Furcht vor den mutierten Schrecken des Ödlands lebenden Menschen ins Gesicht geschrieben. Ich muss das korrigieren. Wir sollten nicht so leben. Es gibt eine Möglichkeit, uns von den Schrecken zu befreien, die wir, ich, erschaffen habe. Und doch fürchte ich die Fehlschläge auf dem Weg in die Zukunft. Es wird viele geben und sie werden großes Leid verursachen, bevor ich fertig bin. Westex Sünden müssen ungeschehen gemacht werden. Doch der Preis ist hoch. Auch wenn er mein Leben einschließt, werde ich ihn gerne zahlen. Ich suche keine Vergebung. Weder verdiene, noch benötige ich sie. Du, mein Zuhörer, solltest nur wissen, dass das, was kommt, nicht das Produkt böser Absichten oder sadistischen Wahns ist. Eines Tages wird das Böse, das ich tue, zu Gutem führen. Hoffentlich erkennst und verstehst du das. Protokollende. Okay, so, war sonst irgendwas hier oben? Ich glaube, irgendwo war noch Red X oder Mad X irgendwas. Ich habe genug gesagt. Eure Offiziere werden noch jede Menge Fragen haben, wenn ich in eurem Hauptquartier in Gewahrsam bin. Jupp. Ja, siehst du. Noch mehr Zeug. Ach schon, wir hatten ja, wie gesagt, die Levelaufstiege mittlerweile. So, den Waffengürtel lassen wir. Ja. Das ist auch nicht schlecht. 10% mehr Schaden.
können wir tatsächlich ja mal austauschen. Das war doch relativ nervig. Den Kammerjäger. Forschungsprotokoll. Dr. Edgar Blackburn. Nummer 148. Es wird nicht mehr lange dauern. Die Gleichungen nehmen Gestalt an. Und selbst in meinen Träumen sehe ich den perfektionierten FIV. Diese Vision des Ziels ist mein einziger Trost. Was ich getan habe, um es zu erreichen, kann niemals weggewischt werden. Obwohl ich recht hatte. Ich gebe Ihnen Nummern und versuche nicht hinzuhören, wenn Sie mich anflehen. Wenn ich sie aus ihren Zellen hole, ziehe ich es vor, sie zu sedieren. Bewusstlos können sie nicht weinen oder mich klagend anstarren. Sie verstehen nicht, dass wir gemeinsam Teil einer größeren Bestimmung sind. Sie halten mich für unmenschlich, gefühllos. Bei vertauschten Rollen ginge es mir nicht anders. Ich werfe ihnen nicht vor, mich zu hassen. Nachts sehe ich ihre Gesichter. Ich denke an sie und warte darauf, dass mich der Schlaf von einer Zukunft träumen lässt, in der ich endlich aufhören kann. Letzter Kandidat 3 ist bereit für die Überprüfung. Ich bin 2 oder 3 Schritte vom Erfolg entfernt. Werde ich ruhig schlafen können, wenn das hier vorbei ist? Oder wird die Strafe dafür eine Gnade sein, die mich von der Erinnerung befreit? Protokoll Ende. Okay, noch das letzte hier. Persönliche Aufzeichnungen, Dr. Edgar Blackburn, Hunter's Will. Ich hätte mich nie von DeMonte überzeugen lassen sollen zu bleiben, als die Gewächshausinitiative eingestellt wurde. Das Pan-Immunität. Ich komme hier klar. Erstatte Ramani und Shin so schnell wie möglich berichten. Die Bevölkerung vor den möglichen Schrecken des Krieges schützen. Die Gewächshausinitiative wollte mit dieser Arbeit die hungernden Massen versorgen. Hohe Ziele und würdige Wissenschaft. Die Entdeckung des FIV beendete all dies. Man ignorierte das Potenzial des Virus und was er im Hinblick auf dieselben Ziele leisten könnte. Stattdessen wollten sie eine Waffe. Supersoldaten. Kleingeistige Bürokraten und ihre Wissenschaftler hatten die Schlüssel zur Evolution und sahen nur Profite. Der schändliche Dr. Khan nahm das Heft in die Hand. Und selbst die üblen Ziele mussten schließlich den Perversen weichen. Das Wasser von Hunter's Will zu infizieren, nur um die Effekte zu beobachten. Warum? Wir wussten, dass der Virus Schrecken hervorbringt. Auf der Suche nach einer Heilung wäre es vielleicht gerechtfertigt gewesen. Aber das interessierte Khan nicht. Er tat es, weil er es konnte. Als besserer Mensch oder Wissenschaftler wäre ich sofort gegangen. Ein verspäteter Rücktritt macht mir keine Ehre. Protokoll Ende. Ja. Okay, wir haben alles, aber können ja, glaube ich, aufgrund des Dings nicht mehr schnell reisen. Überladung. Jetzt haben wir auf einmal, jetzt waren auch vorhin irgendwie 29 oder so. Ja. Sind es auf einmal jetzt 39. Ich glaube, wir lassen dann doch den Raketenwerfer da. Bringt ja alles nichts. Wie viel wiegst du? Nix. Ja, genau, das wäre halt gerade ungefähr das, was wir zu viel. Wieso habe ich eine Kamera mitgenommen? Na gut, die wiegt halt nichts. Ja, gegen Gude. Ist halt wieder was wert. Wieso braucht man denn hier Inventarbeschränkungen einbauen? Das ist der Mietpaket. Das
können wir das nicht mitnehmen. So, was haben wir denn hier? Resistenzschaden. Distanzfeuerwerk. Alles irgendwie mit explodieren. So, 15 legendäre Ausdauer. Das war das doch mal. So, dafür brauchen wir dann 50 Skillbünzen. Gut. So, hier können wir noch irgendwas mitnehmen. Dann war es aber. Das soweit. Habe ich noch irgendwas angefangen hier? Ja, komm. So viel dazu. Das würde ja stärker gehen machen sollen, dann wäre ich vielleicht nicht mehr so überladen. Ja genau, und der Dings muss ja weg hier, der Protokolle wiegen nix. Ja. Mach's gut. Alles klar, dann können wir jetzt aber mal wieder zurück. Wo haben wir es? Da. Einmal nach Fort Ablass, einmal Zeug ablegen. Und dann können wir in der nächsten Folge mal mit Ramani reden und den anderen, die noch da sind. Gucken, ob sie Blackburn dann schon hergeschafft haben. Ich bin mal gespannt. Wenn du Technologie findest, die Bruderschaft sucht immer welche. Hi. Dann schauen wir mal. Ich war bei der Befragung entgegenkommend. Drohungen sind nicht vonnöten. Nach allem, was du getan hast, kannst du von Glück reden, dass ich dir nur drohe. Bitte, dieser Streit führt doch zu nichts. So, die könntest du oben gerne noch ein bisschen fetzen.
Und wieder werden Leute vermisst. Wir müssen dem schnell auf den Grund gehen. Ja, wir haben, sind noch dabei. Das wird doch. So. Gegenstände bitte verwerten. Zack. Zeug ablegen. Jo, dann soll es für die Folge gewesen sein. Ich werde vielleicht mal noch ein bisschen die ganzen Holos und Dings, die wir aufgesammelt haben, noch hier wegpacken. Das kann ich ja gerade zwischendurch mal machen. Aber ich bedanke mich jetzt an der Stelle mal fürs Zuschauen. Ich hoffe, ihr hattet Spaß, seid beim nächsten Mal wieder mit dabei. Bis dahin, macht's gut und ciao, ciao.